Der Reinhard May hat einmal gesungen, wir haben alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Oder wir haben eigentlich eine wunderschöne Welt. Sie haben sicher schon unterschiedlichste Bilder gesehen, Stimmungen gesehen, traumhaft schön. Aber das andere Bild, das habe ich auch gemacht in Indien. Ich habe mal alle Projekte mit einer Gruppe von SwissAid in Indien besucht und da ganz, ganz andere Bilder gesehen. Sie sehen da eine dürre Wüste, wo alles verdurstet ist. Mir sind Bilder im Herzen geblieben von Frauen in Frauenhäusern, die mit Säure geschädigt worden sind, die verdrängt worden sind von den Männern. In Delhi sind es ungefähr 10'000 pro Jahr. Man hört sehr wenig davon. Mir sind Bilder geblieben, wie die von AIDS sind und so weiter. Man hat auch ein anderes Gesicht von der Welt. Ich habe hier mal ein paar Bedrohungsszenarien aufgezeichnet. So, einerseits ist das Bevölkerungswachstum. Wie viele Menschen treibt unsere Erde? 7, 8, 10, 12 Milliarden. Aber irgendwo, denke ich, wird es Grenzen geben. Eine andere Problematik, Urwaldrodungen. Wir sind mitbeteiligt. Wir haben ungefähr 140'000 Hektare, wo wir Futter anbauen für unsere Schweinmast oder für unsere Hühnermast. Wir sind also dort auch beteiligt. Dann der Klimawandel, also Zunahme von immer mehr Wetterextremen, wo bei uns die Schweiz wird ziemlich stark auch betreffen. Eigentlich fast doppelt so viel wie eigentlich der Durchschnitt. Oder? Wir erleben es immer wieder. Ganz trockene Sommer, Starkniederschläge und so weiter. Dann Verlust von fruchtbarem Boden, da werde ich noch zwei, drei Worte dazu sagen. Dann die Reichtumsverteilung und die Wachstumsgier. Wir müssen einfach immer wachsen, es muss immer mehr geben, sonst stimmt es nicht. Kann das so weitergehen? Dann schwindende Süßwasserreserven. Sie haben vielleicht schon gehört, in Kalifornien müssen sie immer weiter runterbauen. Oder in Südspanien oder in Nordafrika und so weiter. Dann der weltweite Supermarkt. Wir haben an und für sich eigentlich nach Professor Herren weitaus genug Nahrungsmittel, aber die Frage ist von der Verteilung. Oder wir können 35-50% werfen wir vor. In Amerika ist das noch schlimmer als in den USA. Dann Ressourcen- und Rohstoffschwund. Zerstörung von den Ozeanen, Sie haben vielleicht gehört, der Plastikmüll und so weiter, wo Tiere da fressen und den elendiglich zugrunde gehen, auch Wasserqualität und so weiter. Auch Temperaturanstieg kann ganze Ökosysteme kaputt machen. Dann der riesige Energieverbrauch, oder wir sagen einmal immer, unseren Footprint sage ich, hoch die 4 Planeten, aber das stimmt nicht, wir brauchen viel mehr. Der ganze Luftverkehr. Und das riesige Transportsystem, da wird kein Staat zugreifen. Und das ist nur das, was wir einfach hier an Land bringen. Dann auch die genetische Erosion, es sterben also immer mehr Arten aus. Sie sehen hier den Peak Soil, also nicht Peak Oil oder, von Daniele Ganser, sondern den Peak Soil, vor dem habe ich eigentlich fast noch mehr Angst. Das heisst, der fruchtbare Boden verschwindet. Und da wäre mal ein Landgrabbing, also zum Beispiel die USA, China, gewisse arabische Staaten kaufen, vor allem in Afrika und in Südamerika, immer mehr Land auf und Kleinbauern verlieren ihr Land, damit wir dann Ananas anbauen oder so. Dann Bodenverlust durch Verdichtung, Vergiftung, Abschwemmung oder vor allem durch unsere Monokulturen mit den schweren Maschinen, Kunstdünger, Pestiziden und so. Dann Anbau von Tierfutter, habe ich schon gesagt. Die Schweiz braucht also ungefähr 140'000 Hektare Land für unsere Viehmast. Das sollen wir einmal Bulli-Schenkeli essen. Das darf man da nicht ganz vergessen. Dann, gut, und Sie sehen hier zum Beispiel stark ausgelaugten Boden, dunkelrot, den ausgelaugten Boden. Es hat eigentlich relativ wenig noch stabile Boden, Teile der Sowjetunion, Teile Kanada und so weiter, aber sehr viel von unserem Boden ist eigentlich bedroht. Ich weiss nicht, in den 68er Jahren hat man einmal geredet vom Club of Rome, oder die Bedrohungsszenarien, und ein wichtiger Beteiligter war der Dennis Meadow. Er hat eine neue
Grafik aufgestellt, die ist ungefähr etwa vor 4 bis 5 Jahren entstanden. Und da sehen Sie die Bedrohungen, also zum Beispiel rot in erneuerbaren Ressourcen, also gewisse Edelmetalle, Erdöl und so weiter. Und dann Nahrungsmittelproduktion. Und wenn Sie sehen, ungefähr irgendwo im Jahr 2030 soll es den grossen Zusammenbruch geben. Ob das stimmt, das sind seine Prognosen. Ich habe letztens eine Klassenzusammenkunft, also ich war in Erklärung, eine Klassenzusammenkunft von Schülern, die ich 1970 in Rapperswil hatte. Jetzt bin ich also so Buben Mädchen in Erinnerung gewesen, und dann waren es Damen gewesen, oder Herren von 60 Jahren, oder? Und dann habe ich so mit dem einen oder anderen ein Gespräch geführt. Und da war ein Andreas Hofer gewesen, das war ein relativ schlechter Schüler gewesen, und der hat mir dann gesagt, etwas hat einen unwahrscheinlichen Eindruck gemacht. Wir haben hier eine Umweltarbeit geschrieben, also 1972, oder? Und er hat ein Titelbild gemacht. Und ich habe ihm dann 2-3 Mal gesagt, das ist jetzt super gut. Und heute ist er Künstler und Kunstgewerbeschullehrer. Er hat gesagt, das habe ich ihm wenig Klick gemacht. Und ganz wichtig, oder? Jetzt haben wir gejammert, und das ist eigentlich, bringt überhaupt gar nicht. Sondern es ist einfach nur da, aus dem Dreck eigentlich als Licht die positive Lösung beschreiben. Und da wird Permakultur. Selber habe ich eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist immer anpacken. Wir können in den Sack an und für sich ganz grosse Weiher bauen. Wir können mit den schönen Lastwagen überkommen, im Gemeindeartal Waldholz sammeln und so weiter, pflanzen und da an und für sich anbauen. Wichtig ist einfach, dass man es anpackt. Denn wir haben eigentlich alle unseren Traum vom Paradies. Ein Ort, wo es den Menschen, den Tieren wohl ist, wo sie Frieden zusammenleben, wo man glücklich ist. Und das ist ein bisschen eigentlich auch der Traum vom Paradies, das ist einfach ein bisschen Permakultur. Sie sehen hier Bill Mollison, er ist der Begründer von der Permakultur, also 1928 in Tasmanien geboren, 1962 gestorben. Und er hat 1978 das Werk geschrieben, Permaculture, a Designer's Manual. Ist übrigens auch ins Deutsch übersetzt, ist also ein dickes Buch, kostet etwa 120 Franken. Und 1981 hat er den alternativen Nobelpreis bekommen für das Werk. Und ein typisches Satz: Permakultur ist ein Tanz mit der Natur, bei dem die Natur führt. Nicht der Mensch. Denn, ja, ganz bekannt ist sein Schüler, er hat sehr viel mit dem Bill Mollison zusammengeschafft, das ist der David Holmgren. Und ganz bekannt sind seine 12 Designprinzipien. Oder man könnte da über jedes einzelne diskutieren, zum Teil werde ich da dann noch ein bisschen vorstellen mit ihm. Ich versuche es jetzt einmal zu erklären, was Permakultur ist, auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch 50 oder irgend so etwas. Und dann hat mir der Kollege so ein kleines Zitronenbein geschenkt. Ich habe gedacht, Scheiße, was soll ich mit dem? Es gibt einen Spruch in der Permakultur: The problem is the solution. Also war das für mich eine Herausforderung gewesen, zum eigene Zitronen anbauen. Nun, wie habe ich das gemacht? Wir haben mal statt dem kleinen Töpfchen einen grossen Topf genommen. Ich habe dann eine Nische gemacht, ein bisschen Vulkangräs, guten Kompost, gute Erde. Da hier reinpflanzen, seit 25 Jahren ist das jetzt immer ein kleiner Topf. In der Permakultur haben wir Kreislaufwirtschaft. Ich habe jeweils ein Gefäß im Garten, da pisse ich rein, da mit Regenwasser füllen und dann kommt er zu trinken. Und dann tun wir noch Zehennägel und Fingernägel schneiden und rein. Und so geht es wunderbar. Das ist Kreislaufwirtschaft. Und das ist Permakultur erklärt auf ganz niedriger Ebene. Ja, also, das steht eigentlich immer vor, also steht von außen ungefähr
bisschen vor den Eiseiligen, oder? Die mögen ganz leicht den Frosch vertragen. Und in den Wintermonaten, also so ungefähr ab Anfang November, geht es weg zu sehen. Ich werde dann da schon noch ein bisschen zeigen. Oder? Ich habe gerade einen Artikel geschrieben über ein permakulturelles Zitronenbeimchen und da wird sie natürlich Gärtner lösen. Aber es sind noch ein paar weitere Gedanken. Oder? Jede Zitrone, die ich hier esse, da spare ich 20 Liter Wasser vielleicht in Südspanien oder in Marokko. Jede Zitrone. Und mehr eigentlich die ganze Zitronenversorgung selber. Wir haben noch eine andere Erklärung. Permakultur ist zwischen den Monokultur, Weizenfeld und tropischer Regenwald. Der tropische Regenwald, der produziert am meisten organisches Material, hat eine unwahrscheinliche Vielfalt. Und das Weizenfeld, da wird man gar nicht, verdichtet den Boden, braucht Kunstdünger, sehr viel Energie. Die Maschinen brauchen auch sehr viel Energie und meistens braucht es noch Pestizide dazu. Aber die meisten profitieren von uns, oder? Der Korn, da kann man sehr gut essen, man macht Brot draus und so weiter. Und wir möchten eigentlich von beidem positiv. Wir möchten möglichst viel ernten, möglichst viel produzieren, eine möglichst grosse Vielfalt haben. Man kann es auch ein bisschen anders erklären. Wir haben einmal die Ethik, oder Bewusstseinsänderung, oder man kann es auch tiefenökologisch sagen, das sind die drei Prinzipien, die gehen eigentlich über die ganze Permakultur hinweg. Take care of the earth, träge die Erde mit allen Lebewesen Sorge. Also ich habe auch im Regenwurm Sorge, also nicht für den Menschen. Dann take care for people, ich muss nicht sagen, du sollst nicht töten, du sollst nicht, sondern einfach träge mit Mensch Sorge. Und das dritte, da ist ein bisschen umstrittener, im Originalwerk im ersten heißt Setting Limits to Consumption and Population. Also setzen Überkonsum und den Bevölkerungswachstum Grenzen. Und jetzt ist immer mehr dazu gekommen, Fair Share of Surpluses. Also gerechtes Verteilen vom Überfluss. Dann hätten wir eigentlich alle genug auf der Erde. Und dann gibt es sogenannte Strategien oder Handlungsmuster. Eins ist zum Beispiel Catch and Store Energy. Ich werde Ihnen dann da noch erklären. Und dann ist, wie wende ich das Prinzip an? Also da zum Beispiel Catch and Store Energy. Also ich habe im Garten Speichermaterialien, Stein, ich habe Wasser, ich baue Wärmekohle, um das Mikroklima zu verbessern, ich habe Gewächshaus und so weiter. Das ist dann die praktische Anwendung. Eigentlich dann von jedem Prinzip. Jetzt, da führt natürlich sehr weiter, da hat es sehr viel, da können wir nicht weiter drauf einsteigen. Jetzt gehen wir langsam ein bisschen in die Praxis. Wir Schweizer wohnen an drei verschiedenen Formen. Ungefähr ein Drittel wohnt in der Innenstadt. Ungefähr ein Drittel wohnt im sogenannten Speckgürtel. Das sind die Einfamilienhauszonen rund um die Stadt herum. Und etwa ein Drittel wohnt auf dem Land. Und da ist ein Gebiet, wo eigentlich sehr viele Reserven ist für Permakultur. Das ist übrigens das Haus vom Bundesrat Merz. Und nun, ich habe da mal ganz kurz eingezeichnet für St. Gallen, oder? Da sehen Sie Kernstadt, schwarz eingezeichnet. Dann ist da Kernstadt Gossau, da ist Herisau. Und dann sehen Sie rot eingekreist, das sind alles Einfamilienhausgebiete, wo rund um die Stadt herum entstanden ist. Gut. Muster Einfamilienhausgärtchen, oder? Ja. So, wie man es haben man findet immer wieder so ein wunderbares Wiesli, also ja, kein Gänseblümchen da, das muss man vergiften, wenn es kommt, oder ein Löwenzahn. Es ist wunderschön, Kuya-Ecke rundherum, oder? Also Vögel hat es da ganz sicher keine, das ist nicht hier, du wohl. Statt diesem Mustergärtchen, da ist eine ganz grosse Reserve meiner Ansicht nach. Ich habe Permakultur noch nicht gekannt, als ich mit dem ältesten Sohn zusammen da gezeichnet habe.
nichts von Permakultur gewusst. Aber es steckt unwahrscheinlich viel Permakultur eigentlich da schon drin. Sie sehen, eingepackt ist das Ganze in eine Wärmekuhle. Da ist gegen Norden dicht abgeschlossen, gegen Ost und Westen auslaufen und gegen die Sonne öffnen. Oder nach dem Feng Shui-Prinzip ist sogenannte Lehnstuhlprinzip. Oder die Beine hocken alle gerne an der Wand, ein bisschen so, und dann schaut man ins Publikum raus. Mal da ist die erste Gestaltung. Dann sehen Sie die energetische Versorgung, sogar das Windrädchen haben wir dran gedacht. Dann Solarpanels, dann ein Anlehngewächshaus 2, dann ein Wasser, das so geleitet ist, dass Sonnenlicht im Winter vom Eis so in die Gewächshäuser rein spiegelt. Oder? Dann Solarbäckchen, Tier und so weiter. Das ist eigentlich die Idee, die wir hatten. Und in der Permakultur, nach dem Planen, ich habe eine Lust, ich kann es auch Blättchen mitnehmen, wir haben da sehr viele Unterlagen. Aber ich habe einfach einmal ein Blättchen über das Planen und wie so etwas entsteht. Und das erste ist bei uns, also das Ganze heisst Tee pur und das erste T heisst Träumen. Das heisst Visionen, die man hat, sammeln. Wer wohnt, in welchem Gebiet mal träumen, Visionen sammeln. Ob man es dann verwirklichen kann, ist dann wieder eine andere Frage. Oder dann gehen wir entdecken. Dann gehen wir das Gelände entdecken. Was hat es für einen Boden? Wo hat es Sonne? Wo ist es nass? Wo ist es windig? Und so weiter. Dann, so sieht es genau aus, wo ich wohne. Die Kuhwiese ist noch genau so, wie sie ist. Das ist also das Ursprungsland. Also ich bin auch so ein Schädling, wo wir gebaut haben, haben wir eigentlich auch Kuhwiese weggenommen. Und eigentlich hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Und dann habe ich eigentlich drei wichtige Hauptprinzipien gehabt. Erstens, habe ich mehr Energie wollen produzieren als da. Zum Zweiten habe ich wollen mehr Nahrungsmittel produzieren als auf dieser Wiese. Das ist natürlich sehr einfach, oder? Wenn es via Fleisch geht oder so, dann braucht es viel mehr Fläche. Dann wollte ich eine ganz grosse Vielfalt, also viel höhere Vielfalt als hier. Und dann eigentlich also ein Traum-Erholungsparadies. Und Sie sehen da den Gegensatz, also da war es und da ist es jetzt. Gut. Das erste ist einmal das Energetische. Der Wunsch ist, dass wir ungefähr so viel Energie produzieren, wie wir selber brauchen. Sie sehen, wir produzieren ungefähr etwa 8200 Kilowattstunden pro Jahr. Brauchen dann wir 3200 Kilowatt. Der Rest würde für sich lernen, für ein kleines Elektromobil und eine Heizung. Es hat noch gewisse Sachen, Speicherung, Umwandlung, Sommer, viel, Winter, wenig. Also da hat schon noch ein paar Sachen, die man forscht. Aber es gibt heute die ersten Einfamilienhäuser und Wohnblöcke, die total energieunabhängig sind. Und das ist eigentlich für uns wichtig, oder? Wir sind auch ein bisschen verwandt mit Transition Town. Und Transition Town sei, wir wollen an Ort sollte man eigene Energieversorgung haben, eigene Nahrungsmittelproduktion und eigenes Wasser. Das sollte man regional haben und nicht weltweit herum transportieren. Gut, dann ist es wichtig, also das ist unser Haus da und öffentlich erschlossen, also dass wir möglichst kein Auto brauchen. Und natürlich ganz wichtig ist für mich gewesen, auch immer Velo fahren. Ich bin eigentlich immer mit dem Velo in die Schule. Dann, da sehen Sie mal, das Land war also so eine Wiese gewesen, so aber. Und Sie sehen die Flächenaufteilung. Ungefähr Gemüsegarten, Hügelbeet 200 Quadratmeter, Gewächshaus Solarbeet 50 Quadratmeter, Obstbaum und Beerengarten 150, dann Biotop bei 100 Quadratmeter und dann das Haus, Garage und Sitzplatz etwa 200. Gut. Da sehen Sie vielleicht noch gegen die Strasse, ist ein Erdwall und eine dichte Hecke. Die hat zwei Funktionen. Erstens einmal Schutz vor Lärm und Staub, wobei die Straße ist nicht wahnsinnig befahren. Dann abdichten gegen Norden, gegen kalten Winter, damit man das Mikroklima verbessern kann. Sie sehen hier ein paar Gartenzimmer.
Da ist der Obstgarten, dann da schauen wir noch was an, das Gewächshaus, dann da ist die Teichlandschaft, vorne neben ist, sind dann auch nochmal Obst und so weiter. Dann etwas ganz Wichtiges in der Permakultur ist Vorbild Natur. Watch and learn from nature. Also schau Vorgänge in der Natur an. Da die möglichst nachahmen, die Strukturen und die Abläufe. Man sieht da wunderbar, eben, ich habe geschrieben, sterben und neu geboren werden, alles ist Kreislauf. Man hat dann ein Feld, jetzt zersetzt sich langsam und da können wir ganz schön wieder die neuen jungen Tänner. Übrigens in der Forstwirtschaft hat man da gelernt, vor ungefähr ja, nach 20, 30 Jahren hat man gesagt, man muss im Wald aufräumen, damit es keine Borkenkäfer gibt und so weiter. Aber heute weiss man, man muss das Schnittholz liegen lassen, damit der Boden aufgebaut wird und damit eben auch die Nützlinge da sind. Und das hat eigentlich total geändert die Ansicht. Noch nicht bei allen Leuten, bei vielen noch nicht. Oder viele ihres ein bisschen wunderbar auf und da kein Gras liegen. Dabei müssen die Bäume und alle die Boden eben müssen da haben. Ich lasse die Blätter immer liegen, die sind wunderbar verschwunden. Am Frühling. Ich glaube, die Bodenlebewesen da zersetzt. Dann, Sie sehen, da ist ein Teich, den ich habe, über Aquaponik und so weiter. Da kann man sehr lange reden. Oder? Das ist ein Spezialgebiet von mir, aber man steigt da auch nicht ganz weit auf. Aber was Sie sehen, entlang von dem Weiher ist nicht glattes Rasenbörtchen, sondern da hat sehr viel Altholz und so weiter. Die Amphibien, Grasfrösche, Erdkröten und so weiter, die überwintern nicht im Teich, sondern die brauchen ihren Unterschlupf da. Und ich war noch für so kein Insektenhotel haben. Der Altholz hat überall hat's Löcher drin von unterschiedlichsten Insekten und. Das ist Permakultur, also Vielfalt statt Einfalt. Da sehen Sie, das ist auch im eigenen Weiher, das ist gerade Frühling, oder? Da sind Grasfrösche gerade am Leichen. Oder? Übrigens, das ist für uns ganz wichtig, oder? Nützling. Es ist gescheiter, die fressen die Schnecke, als das ist, muss man es zusammenlesen. Oder? Gut. Dann sehen Sie da einfach, da sehen Sie wieder Vielfalt von Nahrungspflanzen. Man kann natürlich über den Anbau, Mischkulturen und so weiter kann man endlos reden, oder? Da würde ich eigentlich nicht weiter einsteigen, aber Sie sehen da einfach vielleicht einmal einen Blick in die Vielfalt. Und Sie sehen da auch schon ein bisschen die grünen Wände und so. Wenn man wenig Land hat, ist das recht wichtig. Da sehen Sie übrigens, ich habe einen Hang innen, überall so Steinwege gemauert. Also gut, Peter kann man darüber reden, aber die gescheite Runden habe ich alle selber gesammelt. Und die haben zwei Funktionen. Ich kann da durchgehen und da arbeiten. Und ganz wichtig ist beim Wassermanagement, es hält das Wasser zurück und der Humus. Aber das ist ganz wichtig. Dann kommen wir ganz kurz mal zur Anzucht. Sie sehen da Fenchel. Ich mache praktisch einen Großteil vom Saatgut selber. Oder? Ich nehme also den Fenchel zweijährig, er schiesst aus und da gibt den Zömli. Ich nehme an, den kennen Sie. Schwalbenschwanzraupe, ja, wunderschöne Schmetterling. Oder? Das gehört eben auch dazu. Dann sehen Sie da einfach einmal ein bisschen, wie man anzieht. Ich mache es sehr häufig so, das sind sogenannte Petrischalen. Früher habe ich einen Flüssblatt genommen, heute nehme ich etwa 3 Lagen Bordpapier, gut Netze, Samen drauf, oder? Das sind quasi Peperoni-Samen. Und dann kommt wieder eine Lage drauf, 2, 3 gut angeführt. Und dann sieht man, wie da die Würzeln kommen. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Also sehr viel mache ich genau so. Peperoni, oder? Mit der Zeit hat man so, weiss nicht, 15 verschiedene Arten, oder? Die kommen dann zu einem und tauscht aus. Das ist übrigens auch ganz wichtig. Saatgut austauschen. Nächste Stufe. Thank you.
Sache. Ich möchte jemanden auffordern, der Lust hat. Da ist ein Ästli, habe ich heute Morgen geschnitten, von einem Feigenbaum, von einer Bergfeige, die ich zuerst auch von außen habe. Und da können Sie einstellen in ein Wasserglas. Und dann gibt es relativ klein, so kleine Würzel. Und wenn sie etwa 2-3 mm lang sind, dann können Sie es ein Loch ins Töpfchen machen, zudrücken, ein paar Mal schön eingegossen und dann können Sie eine eigene Feige ziehen. Wer will es machen? Dankeschön. Also da ist die Permakulturpraxis. Sie sind da, jetzt schon gewisse Stufen, es hat schon die ersten Äste gegeben. Nun, die Samen, da habe ich von PET-Flaschen, da habe ich die Unterteile abschneiden. Sind so und ungefähr unten breit über dem Boden mache ich 4 Löcher, damit sie immer unten führen bleiben, damit wir keine Staunässe haben. Und dann kommen 4 Sämli so in die Ecken und dann ziehe ich so alle die Setzlinge anziehen. Es gibt natürlich gewisse andere Sachen auch, da sind Peperoni, die habe ich schon umgesetzt. Da hat es Lemongrass, kann man übrigens in einem grossen Teil kaufen. Man kann es ins Wasser einstellen, gibt Würzel und dann können Sie Ihren eigenen Lemongrass-Busch ziehen. Allerdings ist es nicht winterhart. Oder? Dann sehen Sie die nächste Stufe. Das ist eine südliche Fensterbank, gegen Norden geschützt, auf der Seite noch ein bisschen. Sie ist weg von den Schnecken und da sehen Sie jetzt die eigenen Fässchen. Also in den Töpfchen, wenn ich mehr brauche, wird es so an, dann Salötchen, dort hinten Basilikum und so weiter. Also so einfach alles möglichst selber anzugehen. Okay. Dann da ein paar Gedanken, warum Selbstversorgung? Also mal Wegfall von den Transportwegen und der Verpackung und so weiter. Dann ich verwende doch Gift anwenden, ist ein No-Go. Ich weiß, es hat kein Pestizid dran. Im Winter, so Salat und Gemüse, ich kaufe, sind ungefähr ein Drittel, ist fast über dem Grenzwert, oder? Und dann höhere Vitamin- und Spurenelemente gehalten, wenn man es ganz frisch anbaut. Oder wenn man zum Beispiel Spinat hat. Und ich hatte gleich Spinat und die lassen etwa 12 Stunden rum liegen. Dann hat er nur die Hälfte so viel Vitamin C. Aber ich kann rausgehen und kann den Salat schneiden und 10 Minuten später ist er auf dem Tisch. Also da ist auch relativ wichtig. Dann für mich ganz wichtig ist natürlich auch, man sollte nur Gärtner, wenn man wirklich Freude und den Plausch hat dran. Also man erholt sich. Man weiss aus gewissen Kliniken und auch aus Gefängnis und so weiter, wenn die Leute können im Garten arbeiten, dass sie sich besser erholen oder auch in den Gefängnissen, dass weniger Rückfall vor ist und so weiter. Dann hohe Produktion auf wenig Fläche, also dass man möglichst viel kann produzieren kann. Ja, da noch ein bisschen länger. Ich habe auch unterschiedliche Versuche gemacht. Also früher habe ich einmal so Mitte November die Kiwis abgenommen, vielleicht etwa 400-500 und dann muss man sie etwa 14 Tage liegen lassen und dann sind sie dann essreif und dann hat es eine Kiwischwemme gegeben und dann habe ich nur alle 14 Tage etwa 50 abgenommen und das ist gegangen bis in April rein. Und so haben wir eigentlich den ganzen Winter immer den eigenen Kiwi gehabt, Vitamin C versorgen. Ja, kommt das Bild, das ich habe. Ja, okay. Gut, dann da ist also eben die Winteroase, Catch and Store Energy. Wenn von außen kalt ist und so weiter, dann kann man es da innen geniessen. Sie sehen übrigens, da ist Zitronenbaum, ist natürlich dann da innen. Da sieht man Artischocken und so weiter. Gut. Übrigens, der Versuch, den ich vorher gezeigt habe, der ist jetzt da, oder? Das ist die Kiwi-Ernte, die haben wir also aufnotiert, einmal, wie viel habe ich wann abgenommen und am Schluss sind es glaube ich 436 gewesen. Oder? Also bis gegen den Frühling rein, dann hier noch das Bild. Da ist ganz im April, da kommen schon die ersten Blättchen wieder von den neuen Kiwi und die letzten haben wir noch da. Den ganzen Winter über? Wie bitte? Den ganzen Winter über sind sie auf dem Baum? Ja. Also, das ist im Gewächshaus. Mhm. Ah, im Gewächshaus. Im ungeheizten Gewächshaus. Okay, ich komme noch ganz kurz auf das. Okay. Ja.
Nein, also das sind die grossen Kiwi, die Lisiosa, oder die pelzigen. Und die haben einen Bodensee auf 400 Meter Höhe, können wir es ziehen, bei uns auf 800 Meter. Nicht, wo ich wohne, oder? Mhm. Chancenlos. Aber dort muss man es abnehmen. Also die dürfen keine Frost haben. Also. Mhm. Mhm. Bauern, also Ding, Bayern-Kiwi, die kleinen, die kann man relativ fast überall, die habe ich auch von außen. Aber die muss ich natürlich abnehmen. Ja. Mhm. Dann sehen Sie hier ein Gewächshaus. Über das könnte man sehr lange diskutieren. Also da habe ich im Prinzip ab Stangen gekauft, in einem Laden. Da habe ich Solarbeete vorgebaut, damit das Fundament isoliert ist. Und da kann ich auch, habe ich ganze Jahressaison. Denn die Mauer gegen Norden habe ich einen Anbau gemacht, damit es isoliert ist gegen Norden. Und dann ist es zum Teil im Norden noch leicht versenkt. Und so gelingt es mir, ohne Heizung, eigentlich geht die Temperatur im Gewächshaus nie unter 0 Grad. Ja. Hat natürlich dann noch eine Speichervariante, oder? Da hat es zum Beispiel einen guten 1000 Liter Tank, oder? Mit Fisch drin, aber ja, gut, dann wäre dann ein bisschen weiter. Gut. Dann sehen Sie da mal einen Blick, wie es so aussieht, oder? Es hat ganzjährige Pflanzen, sie sehen, über dem Sitzplatz haben wir Trauben, dann an der Wand hinten Kiwi, dann ist natürlich im Sommer hat es da Tomaten, Gurken und, oder? Aber die ganze Planung im Gewächshaus, oder die da übergreifende, das ist wieder ein weiteres Gebiet für sich. Da haben Sie mal einen Blick, wie es vielleicht im Winter aussieht. Was wir immer haben, ist eigentlich Ding, Physalis, Ananas oder Andenbeere, die springt auch das ganze Jahr. Dann sehen Sie hier, das ist früh, ja, nehmen wir an Februar, da zum Beispiel Schäfer wieder, damit immer wieder Leguminosen, die den Boden aufbereiten. Dann da sehen Sie noch Wintersalötli, respektive ganz frühe Kopfsalötli, die dann vielleicht Mitte, Anfang März geerntet werden, zwischen denen als Mischkultur, dann auch noch Zwiebeln und Knoblauch und so. Da sehen Sie etwas anderes zur Winterversorgung. Chicorée kann man sehr gut ziehen. Man kann die Zäpfe im Herbst ausstechen, kühl lagern. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird es ein bisschen eng mit der Salatversorgung, dann tue ich die Wurzeln in so Töpfe rein, mit Erde eingüssen. Und ungefähr 14 Tage nachher kommen dann die Chicorée raus. Also, wenn zum Beispiel Ende Januar, Mitte Februar knapp ist ein Salat, ist da eine Möglichkeit. Sie sehen auch noch die anderen Sachen. Wir haben Zuckerhut, Portula, Knüsseler, dann im Gewächshaus Endivir, dann roter Radikus, Winterhart, die werden in den Sandbeet gespeichert und so weiter. Auch eine Thematik, die man kann natürlich lange darüber diskutieren, einfach über die Winterversorgung. Da sehen Sie nochmal einfach so einen Blick in den Garten hinein. Sie sehen auch so Sachen, gehören auch dazu. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Amaranth. Wie? Amaranth. Nein, das ist kein Amaranth. Das ist roter Spinat oder rote Melde. Oder? Und die Blätter kann man sehr gut essen. Aber hin und wieder, wenn die Pflanzen stehen, dann versamt sie sich selber. Oder? Und kommt dann automatisch wieder. Und dort, wo es mir passt, lohne ich stehen. Und dort, wo es mir weniger passt, dann einfach rauszupfen. Dann gehören auch Ringelblumen und so weiter gehören dazu. Da ist eine Andenbeere. Also möglichst stabile, bunte Vielfalt. Da sehen Sie auch etwas, was typisch ist, ist die Vernetzung in der Permakultur. Oder in anderen Gärten hat es auch ein Gewächshäuschen, es hat auch einen Teich und so weiter. Aber wir spielen da zusammen. Also, der Teich ist so angelegt, dass im Winter die einfallenden Sonnenstrahlen, Ausfallswinkel, das zusätzlich Licht gibt, ins Gewächshaus sind. Denn in diesem Weiher hat es Fisch. Da könnte man lange darüber diskutieren. Oder? Jeder Fisch hat sein Futterprofil, hat sein Wasserprofil, hat sein Nahrungsprofil. Also was kann ich da anbieten, welche Fische kommen da rein. Ich habe keine Rauschen drin, das sind die härtesten, die wir eigentlich haben. So. In unserer Klimagegend. Ihr könnt im Extremfall, wenn die Wasserqualität ganz schlecht ist, sogar ihr Fleisch vergären
also veralkoholisieren, Zuckerbühne, also im Extremfall. Und die kotet und harren da rein und fallen da Blätter rein, da gibt es Schlamm, den kann ich abschöpfen und der kommt dann als Schnielschlamm auf gewisse Hochbeet oder ein Gewächshaus rein. Dann hat es Wasserrandpflanzen und Wasserpflanzen. Die Fische raus zum Beet mulchen. Habe ich keine Uchozahn und zersetzt sich relativ rasch. Vor allem Schilf lasse ich lang stehen, damit der Austausch im Wasser stattfindet. Im Frühling schneide ich es, Äxel auf Beet raus, gemulcht und Schnecken haben da äußerst du gern. Also das sind die ganzen Haufen so Gedanken, also Sachen, die ineinander hineinspielen, damit stabile System. Gut, da sind sie den Obstgarten. Oder? In der Permakultur schaut man, dass man möglichst viele mehrjährige Pflanzen hat. Also, dass man eigentlich immer kann ernten kann. Das sind jetzt einfach Äpfel. Übrigens, wir haben da ja im Thurgau sehr viel verfroren. Auf 800 Meter Höhe eigentlich relativ sehr gute Äpfelernte. Aber es war in dieser Wärmekuhle. Es war nicht im Winter oder irgendetwas im Ausgesetz. Denn da sind sie versucht, das ist ein ganz erstes, Kreislaufwirtschaft. Also man kann auf einem Balkon in einer Kompostkiste kann man den eigenen Kompost machen und dann geht auf dem Balkon Tomaten jetzt da mit frischem Dünger versehen. Ich habe den Versuch mal ein bisschen weitergespielt, mir ist nochmal eine Scheiße passiert. Ich weiß nicht, 5 Jahre später habe ich so einen Bananenbaum bekommen. Und ich hatte ein wunderschönes Südzimmer als Eckli, also da hatte ich noch ein Klassenzimmer, oder? Mit ganz grossen Fenstern gegen Süden habe ich den Tomatenbaum dort hineingepflanzt und dann habe ich so Kompostkisten gemacht. Das hat sich nicht so bewährt, das Endtag hat ein bisschen Spalk rauslaufen und so. Wir haben Styroporkisten gemacht, ein Gitter in die Mitte und dann habe ich die Hälfte von, mit sehr gutem Kompost von daheim gefüllt, mit Mistwürmchen und allen Zähnen. Und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir aufgefüllt, also Kiez, die von der Schule und den Kaffeesatz vom Lehrerzimmer. Und dann wächst der auch und der reift und dann hat die Banane den reifen Kompost überkommen. So ist es gelungen. Eigene Bananen zu ziehen. Oder? Und sie sehen, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Leute ändern will, eigentlich, dass man viel positive so Versuche und Sachen macht. Nicht jammern über so ein Loch und weiss, der Kuckuck nicht wahr, sondern positive Sachen eigentlich machen. Sie sehen da noch etwas anderes, Kreislaufwirtschaft. Wir haben im Südosten Dänneli einmal gepflanzt, oder? Gar nicht überlegt, dass das am falschen Ort ist. Und die ist gross geworden, oder? Man sieht hier. Das Normale ist, man läuft mit dem Gartenbaufirma an, umsägen an dir. Und wir haben ja Kreislaufwirtschaft, da ist nicht die Frage gekommen. Ich habe also hier so ein Rechteck aufgebaut und habe grob von der Tannenäste abgetan, sehr viel Häckselmaterial genommen, auch rein tun. Und dann, wo wir das im Herbst gemacht und dann habe ich noch müssen in den Wald raus, den Walderde holen, damit wir Kreuz haben, alle die Lebewesen sind. Da noch geimpft. Und so habe ich sauren Boden bekommen. Mit pH-Wert etwa 5. Und dann gelingt es mir, jetzt hier Heidelbeere oder Krennbeere oder Brieselbeere anzubauen. Oder bei Pflanzen haben es immer 2 Varianten. Entweder was habe ich für Land, in Bezug auf Bodenqualität, Kalkgehalt und so weiter, Feuchtigkeit. Und dann, welche Pflanzen mögen da? Oder, ich hätte gerne Heidelbeere und dann muss ich eben denen den Boden schaffen, den die brauchen. Oder? Das ist eigentlich das Grundprinzip bei sehr viel Anzucht von Pflanzen. Dann, ich habe noch wahnsinnig Freude gehabt, um wieder neue Sachen auszuprobieren. Oder? Also von Feigen, Süssherdöpfen und so weiter, Artischocken, verschiedene Kiwis. Und da sehen Sie jetzt gerade den Versuch, das ist mit Shiitake. Den Pilz habe ich sehr, sehr gern. Also noch fast jeder Steinpilz oder Eierschwämmchen. Und da ist mir eigentlich da sehr gut gelungen. Wenn man immer wieder was interessiert mich, was mache ich gern. Und dann muss ich natürlich mich mit dem ein bisschen auseinandersetzen. Aber das geht nicht einfach gerade so, oder? Sondern man muss wissen, was für Holz, wie alt muss sein, wie muss ich die Sachen impfen, an welcher Lage soll ich die Sachen stellen. Aber das ist immer wieder eigentlich so eine Herausforderung.
Da könnte man jede Pflanze heute noch ein bisschen länger reden. Denn normalerweise ist ja die Erde eben und in der Permakultur versuchen wir, der Erde Form zu geben. Sie sehen hier jetzt einfach einmal eine Anwendung, das ist ein sogenanntes Hügelbeet, oder? Aufbau und so weiter. Könnten Sie im Buch schauen, also Holz innen und so weiter, Kompost und Häckselmaterial. Und dann habe ich es ganz abdeckt mit Schilf und Binsen und so weiter, dass es gemulcht ist. Und der Boden ist sehr nährstoffreich einerseits und andererseits ist hier vor allem noch Sonne exponiert. Jetzt hier habe ich gerade eine Kultur von Starkzehr, Röslichöl, Kabis, Sellerie, das ist eine gute Mischkultur. Und Sie sehen da zwischendrin immer auch wieder so Sachen, eben Dringelblumen, Kapuzinerkäse. Übrigens, wenn Sie gut kommen, dann kann man aus diesen Sömmchen kann man die eigenen Kapern machen. Oder? Okay. Vorne sind Sie Mischkultur, Rüebli, Lauch und so. Hier sehen Sie etwas anderes. Ich habe also Halbrundbeet aufgemauert und die habe ich weitgehend eigentlich mit, die sind ziemlich nahe beim Teich, mit Teichschlamm gefüllt. Oder? Und man sieht auch hier wieder die Buntmischkultur. Das ist nicht ganz die heiligen drei Schwestern. Oder? Da werden Mais als Bodenstange und dann Bohnen rundherum als Stickstofflieferanten und mit Kürbis tut man dann den Boden abdecken. Das war eine komplette Mahlzeit von den Inkas und gewissen anderen Indianerstämmen. Deshalb die heiligen drei Schwestern. Sie sehen auch da zum Beispiel Brennnesseln und so weiter gehört dazu. Das ist eine wunderbare Pflanze, sehr gut zum Vitaminreich, zum Essen im Frühling. Ich brauche es zum Kräuterjauchen machen. Nachbarn, die sind total ein bisschen wie das Gärtchen, das ich gezeigt habe. Und sie hat auch einmal, Freude, die Schmetterlinge, einen Admiral oder einen kleinen Fuchs, oder? Aber käme nie etwas, 80 Schmetterlingsalgen brauchen, Brennnessel als Nahrungsmittel. Das ist für mich noch ein Herzanliegen, guten Humus, gute Erde zu machen. Sie sehen hier oben den Spruch, gesunde Erde, gesunde Pflanzen, gesunde Menschen. Oder ein anderer geht so, dass die Erde hinter euch fruchtbar wird. Das ist für mich also ganz ein intensives Anliegen, gute, fruchtbare Humus aufbereiten. Dann ein weiteres ist nie unbedeckter Boden. Oder Sie sehen hier, was übereinander greifen von unterschiedlichsten Pflanzen. Ich weiß, dann machen wir mal einen kleinen Test mit Ihnen. Können Sie sagen, was da alles hat? Kalendula. Wie bitte? Kalendula. Ja, weiter. Erdbeere. Wie? Erdbeere. Erdbeere, ja, hat es glaube ich noch irgendeinen Rest. Das war aber mal ein Erdbeere-Beet und die ist gerade am Wechseln, jawohl. Krutstil. Nein, das da vorne ist nicht Krutsche, sondern das ist ein Chicorée. Oder da gibt es so Blätter, wie eine Art Löwenzahn, dann hat es die dicken Wurzeln und die muss ich im November ausstechen. Vogelmeere. Wie? Vogelmeere am Boden. Nein. Also als Wildkraut. Also Ringelblumen hat es da. Und da, da wären die Schäfer. Käfer, Zuckererbsen. Dann hat es überall Nüsse dazwischen. Dann hat es die rote Radico, Winterfestensalat. Oben hat es noch Fenkel und so weiter. Und so hat man eigentlich nicht 50 rote Radico, sondern ich habe immer einfach überall zu ernten. Und Krankheiten gibt es eigentlich da nie. Dann, ich habe gesagt, eben fruchtbaren Humus machen. Ich mache es im Anbau in einer Doppelmiete. Also da ist der Altkompost mit allen Würmern und so weiter. Dann baue ich den neu auf in drei Lagen. Einerseits Häckselmaterial, Kleinpuder mit Steinmehl. Dann kommt eine Lage Misch. Ich habe den grossen Vorteil, die Akkuflächen gerade so nebendran. Und ich habe es von Linda gelernt, die haben es einmal so geholt, Meiteli, aber vor allem zum Kuchenblätter verbrennen. Oder? Aber ich brauche sie Misch drin, oder vielleicht auch noch Rossmisch. Und dann wieder eine Lage Kuchenabfall, also von Kaffeesatz, Eierschalen und so weiter.
Übrigens mache ich natürlich auch Sachen, die in allen Gartenbüchern verboten ist. Ich da selber fischen, oder? Und dann gibt es da Kröte und so und Fischköpfe und so weiter. Die kommen alle ja da rein, oder? In der Terra Preta, im Amazonasgebiet, hat man da entdeckt, bei dieser wunderbaren Erde, haben sie vor allem auch aus Fischabfällen gemacht, oder? Aber da ist natürlich abgeschlossen. Katzen kommen nicht dazu, Marder, Füchse kommen nicht dazu. Oder? Dann kann man das machen. Wenn man es natürlich einfach frei im Garten aussetzt, jetzt ein bisschen anders schon. Ja. Und dann, wenn ich den aufgeschichtet habe, nehme ich vom Alten, an die obersten 20 cm wirf über, dort hat es am meisten Würmer und Lebewesen drin, und dann baue ich wieder einen ab. Oder? Und so gibt es eigentlich immer so Bonus. Okay. Steinmehl nehme ich rein, damit die möglichst, also dass es ein weniger stinkt und damit es möglichst viele verschiedene Mineralien auch drin hat. Oder? Da gibt es stabile, gesunde Pflanzen. Also wenn dort Durgscheissmehl oder Vulkangrieß und so weiter. Dann da machen wir gerade Kräuterjauche. Und zwar, die hast du nicht aufgeführt, sind Brennnesseln, Beinwellen, Schachtelhalm kommen rein, ein bisschen geschnitten, dann mit Wasser übergüssen bis voll, ein bisschen Steinmehl rein und dann lässt man das vergären. Und die Kräuterjauche, die ist sehr fruchtbar. Man tut es dann vielleicht etwa 5, also 1 zu 5, 1 bis 10 verdünnen und dann kommt man da zu den Pflanzen, die Stachzehrer sind, also zu Kohl, zu Tomaten. Manchmal kommt das Zitronenbömmel noch ein bisschen verdünnen. Dann, also für mich, Kampfwahl verwenden von Pestizid und Kunstdünger. Und wenn ich natürlich brauche, Ansiedler von Nützlingen. Oder wir haben sogar im Gewächshaus haben wir die eigenen Erdkarten, die bleiben dort. Und die können fotografieren, wir haben sogar schon Meisen und einen Zaunkönig im Gewächshaus gehabt. Oder also eine wunderschöne Population von Vögeln gehört dazu. An den Öpfelbäumen, zwei, drei, haben eine Meisenkäste. Oder damit sie Schädlinge bekämpfen. Da gehört alles dazu. Da sind sie noch jemand anders wohl im Garten fotografiert. Also der gehört da dazu, oder? Der, der bei den Schnecken bekämpft. Ja. Dann etwas ganz Wichtiges, das ist bei uns das Wassermanagement. Wir haben es in unserem Buch da auch aufgeführt. Wasser effizient nutzen. Also wir haben... Das Prinzip ist folgendes. Fang möglichst alles Wasser auf. Das möglichst hoch speichern, das möglichst vielfältig verwenden und wenn es weggeht, dann muss es super weg. Ich habe hinten ein Ablaufrohr vom Dach, ich habe vorne ein Ablaufrohr vom Dach. Da geht hier rundherum in ein Gefäß, dann ist da gepflanzt die Kläre rein. Da hat es einen Amphibienteich, da fließt das Wetter für, also da ist alles Natur rein, dann kommt es in einen grossen Fischteich rein. Hier von Süden, da habe ich eine Klappe oben im Balkon, ich werde noch ganz rasch zeigen, und dann kann ich das Wasser leiten, hier im kleinen Fischteich, und da kann ich einfach zusammenstecken, ich kann es auch im grossen Fischteich leiten. Unten habe ich auch noch eine Klappe, da kann es im Brunnen reingehen, und da vom Balkon Sitzplatz, da ist dann ein ganz spezieller Teich, wo ist, oder? Und dann sind überall eigentlich riesig sein, die aufgemauerten Mauern, damit das Wasser möglichst lang am Gelände bleibt und zurückgehalten wird. Immer eigentlich nie besser. Außer eben, wenn es, sagen wir mal, gerade frische Jungpflänzchen sind. Wobei die muss man natürlich versetzen, wenn es regnerisch ist, ja nicht, wenn es Sonnenlicht hat, oder? Sonst macht es schlapp und dann heisst das, die Schnecken sollen kommen. Ich weiss nicht, ist da zum Wasser, man könnte auch noch ein bisschen länger diskutieren. Oder? Da sehen Sie das Wassermanagement im Gewächshaus. Da kommt das Wasser vom Dach oben ab. Dann fließt hier in ein grosses 1000 Liter Gefäß rein. Und in diesem 1000 Liter Gefäß hat es ganz spezielle Fische. Die koten da rein und harnen da rein. Dann wird das Wasser leicht angereichert. Dann hat es hier einen Überlauf. Ja,
Nein, den Vorteil kann ich da nicht. Und der Überlauf unter dem Gefäß hat Kies und unter dem Weg hat Kies. Und dann fließt das Wasser automatisch dort unten durch. Also immer im Gewächs muss eigentlich nie wässern. Ja. Was fressen die Fische? Das ist ein ganz spezielles Rotauge aus dem Balkan und die fressen vor allem Algen. Ah, wo dort wachsen? Wo dort wachsen, müssen sie nie füttern? Praktisch nicht. Also ich sage praktisch. Wenn man vielleicht mal ein bisschen angehockten Reis haben oder so, dann ich manchmal die Pfanne ausputzen und dann innen, oder? Über das kann man doch länger reden. Es muss auch gewisse Schnecken haben und so weiter. Die Systeme müssen in Einklang sein. Oder als Aquaponik ja, ist eine sehr zukunftsträchtige Sache, oder? Das ist die Kreislaufwirtschaft mit dem Abwasser vom Fisch, das Gemüsedünger. In Basel haben sie vor allem so Projekte, in Zwedenswil haben sie gewisse Projekte und in den Tropenhäusern Roswil und so wird mit dem geschafft. Oder? Ist sehr zukunftsträchtig, aber relativ heikel, es braucht Wissen. Weil da sind sie einfach Klappen, oder? Da kommt es oben runter, ich kann Klappen aufmachen und dann habe ich mit einer PET-Flasche den Boden abgeschnitten, da stülpe ich drüber und da ist dann der Schlauch abgesetzt. Da sehen Sie einfach Blick in die Fischteiche rein. Da habe ich grundsätzlich Karauschen drin und da ebenfalls Rotalg, oder? Aber eben, da muss alles eingesplodet, die Fische sind da wichtig, dass Muggelarven fressen und so weiter, damit wir nicht gestochen werden. Und sie brauchen ganz Plankton, wenn sie von unten aufbauen, oder? Dass die Nahrungskette stimmen. Dann da sehen Sie nochmal aus Wassermanagement, da vom hinteren kleineren Teich fließt, da führen dann den grossen Fischteich. Und dann hat es natürlich sehr viel Wasser an Pflanzen, die das Wasser reinigen. Da jetzt vor allem Wasserschwertlinge, die sind da sehr effektiv. Und zum Teil haben wir auch essbare Wasserpflanzen, auch wieder ein bisschen eine Thematik für sich. Also neben dem Bayer habe ich Kräuterspirale. Und um die Kräuterspirale habe ich so ein Bächli aufgemauert und auf dem Balkon oben habe ich ein Solarpanel und da speist eine Pumpe am tiefsten Stelle vom Weiher und dann pumpt das Wasser hoch und dann fließt das stufenweise runter und in diesen Weiher tun ich einmal immer mit unterschiedlichen Nahrungspflanzen experimentieren. Also Lemongras und Reis oder Brunnenkresse und so weiter. Dann ganz wichtig, grüne Wände. Also wenn man wenig Land hat, dann sollte man eigentlich die Wände brauchen, um zu begrünen. Südwände, Südost-, Südwestwände, vor allem für Produktion, oder sagen da Trauben, sagen da Spalier und so weiter. Sie sehen hier noch aufgeführt die unterschiedlichen Klettertechniken, das sind die sogenannten Selbstklimmer. Oder die haben wie so Füße, die gehen selber den Mauer nach oben, also zum Beispiel ein Efeu oder ein Wildwein und so. Über das kann man länger diskutieren. Efeu hat einen Haufen Vorteile, aber auch andere Sachen. Wenn man ein dichtes Efeu-Polster hat ums Haus herum, dann sollte man 10-20% weniger Energie brauchen, also ein Thermosflash-Effekt. Den Lärm hören Sie, wenn er gut schluckt, Lärm. Dann ist ein Staubfänger, dann leben sehr viele Insekten, Vögel, nisten da innen. Also von daher sehr vielfältig. Aber der Efeu, der räucht gern, geht unter das Dach und so, und unter die Ziegel und so weiter. Wir haben das ganze Haus eingepackt mit Efeu. Und die Frauen rundherum hatten nicht mehr so viel, wie ich da überall rumgeklettert bin und einmal so Efeu geschnitten auf dem Dach oben runter. Und jetzt habe ich müssen da ein bisschen entfernen, oder? Dann sehen Sie Selbstklimmer, also Brombeere-Kletterrosen, dann Spalier, also vor allem Aprikosen, Bieren und so weiter. Dann sehen Sie die mit den Schlingärmeln, also zum Beispiel Trauben. Dann die, wo sie schlingen total, da wäre zum Beispiel da jetzt ein Geissblatt. Okay, dann am Balkon, da wären die hängenden Gärten auch möglich. Da sehen Sie so mal ein Bild. Da sehen Sie übrigens noch, ja, das war auch so eine Prachtsache. Da hatte ich ein kleines Efeu. Ich denke, da dort ein kleines Eckchen zwischen dem Spexus und dem Haus.
Und dann hat es dem Kai gefallen und dann hat, ist dort immer ein dickerer Stamm gegeben und angefangen, da Befestigung vom Fettbus wegzuspringen. Und dann haben wir so schneiden, oder? Und dann sind sie da zum Beispiel Feigen, Antischocken, Andenbeere und so weiter. Einfach die unwahrscheinliche Vielfalt. Unterpflanzung, Erdbeere und so weiter. Gut, das ist Südwand, oder? Also Produktion, da sind es einfach Trauben. Dann sehen Sie da was Efei. Im Moment ist sie dann immer, ich habe alles müssen kappen und jetzt kommt sie so langsam ab. Aber da sehen Sie übrigens den Kriesitrieter. Dann da noch ein spezielles. Da ist der Bärengarten. Ich habe das so gemacht, gegen die Strasse einen Erdwall. Dann noch eine unterschiedliche Büsche, vor allem als Vogelparadies. Dann haben wir Tannen, dann da auch wieder etwas ganz Spezielles. Ich habe wieder so eine Pflanze, die zu mir kommt, ich sie eigentlich gar nicht wollen. Eine ehemalige Schülerin ist Architektin geworden, hat sie einen Preis zugewonnen. So ein kleines Maoni-Bömmli und Weizig gemacht, nichts Gescheites gewusst, dass wir da zu bringen. Und ich habe da gedacht, ja, ich probiere da mal einen Südwaldrang. Und heute ist es ein Maoni-Baum, der etwa 4-5 Meter hoch ist. 800 Meter, aber wunderbar geschützt gegen Norden. Und dann sind sie gestaffelt, unterschiedliche Beere, also Himbeere, Johannisbeere, Jostabeere, Stachelbeere und, oder? Und also Unterpflanzung mache ich sehr häufig Erdbeere, Walderdbeere und dann da Zwiebeln und so weiter, also Liliengewächs, Rosengewächs, ist eine sehr gute Kombination. Übrigens, ja, dort sind sie auch noch ein paar Sachen durch Vögel eingeschleppt. Ich habe nie gedacht, dass da mal Pilz gibt. Und dann hat es einmal Parasol-Pilz gegeben, oder? Warum? Die Vögel haben es angeschleppt. Ich habe nie einen Holunder gepflanzt. Wir haben jetzt einen grossen Holunderbaum auch noch dort. In Wirklichkeit sieht dann da ein bisschen so aus. Da sehen Sie übrigens den Maroni-Baum, oder? Und die Tannen, die abschliessen und dort davor zu, da zum Beispiel Himbeere, Johannisbeere und so weiter. Ja, ja, Maroni geben ja eine saure Erde. Also das ist ja eigentlich... Es ist ja so, ich habe hier einen sogenannten Waldrandgarten. Ich habe sehr viel Häckselmaterial und er wird hier ein bisschen sauer. Auf der Beere meine ich. Auch für die Beere, ja. 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 Oder die meisten Beere, also Erdbeere, Himbeere und das sind alles so Waldrandpflanzen. Und darum auch den entsprechenden Boden vorbereiten. Also vorbereiten, ich mache es laufend immer wieder, oder? Also es kommt immer wieder so Material aus. Also mindestens ein bis zweimal im Jahr bringe ich so Häckselmaterial aus. Und Blätter und alles bleiben liegen. Oder wenn man zu mir kommt, ja, dann sieht es aus wie im Wald. Also in dem Gebiet. Dann etwas ganz Wichtiges für mich auch war die Wohlfühloase. Wir hatten im Wechsel einen Sitzplatz, oder? Und wir haben hier noch etwas weiter. In der Permakultur haben wir die sogenannte Intensitätszone oder kurze Wege. Also dort, wo ich viel hingehe, da muss nach bei der Küche sein. Oder? Und wenn wir da einen Kaffee holen, können wir da zwei Schritte in die Küche machen oder einen Tee und da holen und dann haben wir da. Also da wäre kurze Wege. Und dann sehen Sie ja da, kann man den aufmachen im Sommer, oder? Und man kann direkt in den Teich raus schauen, oder? Ja, gut. Also, es wohlfühlt sich, oder? Ich werde sehr häufig auch gefragt, ja, wie viel arbeiten Sie denn da? Das ist ja Wahnsinn. Und ich sage dann immer, ich arbeite nie. Ich habe es einfach schön gehalten. Früher war es einmal so, also in die säkulärer mathematischer Richtung sind, da haben wir so Geometriekonstruktionsbeschreibungen müssen korrigieren, so schöne Sachen, oder? Und dann hat man so Liegen gehabt und ich habe dann einmal eine halbe Stunde korrigiert und dann habe ich einfach wieder ein bisschen zipfeln, oder? Und nachher habe ich wieder können weitermachen und da tut einem gut, oder? Also ich habe mich eigentlich erholt, ich habe mir schaffen. Gut, also da wäre einfach nochmal Tür auf den Herz, was ethisch richtig ist. Dann vielleicht noch
Letzter Satz. Wenn 1000 kleine Leute an 1000 kleinen Orten das Richtige tun, verändern sie das Angesicht der Welt. Oder als Einzelne mache ich sehr, sehr, sehr wenig. Aber es sind im ganzen Haufen, wenn es da was ein bisschen kriegt. Oder willst du die Welt verändern, so beginne im eigenen Garten. Ein chinesisches Sprichwort. Dann habe ich da noch ein, zwei Zukunftsvisionen. Wir haben vorher geredet von Kennedys. Es ist ein Ehepaar, der Declan Kennedy, der hat eigentlich Permakultur ins Deutsche gebracht, ist ein Ier, also auch ein studierter Architekt, hat an der Hochschule Vorlesungen gegeben. Und zu ihm ist der Bill Mollison gekommen und die haben da austauscht. Und seine Frau, Margaret Kennedy, ist auch bekannt, sie war im Weltfriedensrat gewesen und hat sich vor allem mit alternativen Geldsystemen beschäftigt, hat mehrere Bücher geschrieben und die hat da gezeichnet, die Visionen. Oder oben eigentlich so der Einfamilienhausgarten und unten dann Zukunftsgemeinschaftssiedlung, eher im städtischen Bereich. Oder da in Holland, Zukunftsstadt. Also energieunabhängig und möglichst alle Nahrung an Ort produzieren. Gut, wie wäre es eigentlich? Also selber habe ich da einfach ein bisschen so geschrieben in diesem Buch. Er hat auch ein anderes Titel, das ist die dritte Auflage, oder? Und darum hat er geändert. Das Bild haben sie in französischer Übersetzung haben sie da Construire in Serre, also Construire Gewächshaus, oder haben sie da verwendet, darum hat man das geändert. Okay. Also in diesem Buch habe ich alle kleinen Details von Pflanzen angezogen, bis weiss nicht, wo ich nicht geschrieben habe. Das wäre es in etwa. Das ist letztes Jahr rausgekommen. Wir haben das dritte. Sie sehen es hier oben, Christoph Bachmann, Eva Bührer, Kurt Forster. Wir haben da geschrieben. Das ist ein Permakultur-Grundlagenbuch. Es geht darum, zuerst einmal um alle Permakulturprinzipien, denn wie plant man eine Permakultur? Und dann sind 8 Beispiele aufgeführt, vom Balkon bis zum Landwirtschaftsbetrieb. Oder wie macht man da Praxis? Das ist letztes Jahr rausgekommen. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Jetzt wäre ich noch sehr gern zu Fragen bereit. Oder? Ja. Ja, also wenn es Fragen gibt, wo man denkt, wäre gerade interessant für alle, wäre es jetzt der Zeitpunkt. Wenn man nachher bilaterale Fragen hat, ist vielleicht noch ein bisschen länger da. Ja. Dann würde ich jetzt noch für Fragen die Runde eröffnen. Ja. Gibt es Möglichkeiten, zu diesen Bildern zu kommen, dass ich die auch in einer Präsentation kann verwenden kann? Ja, die ganze Präsentation. Also oder einzelne Bilder? Oder? Ja, also vielleicht ein einzelne Bilder, aber nicht die ganze Präsentation. Das ist relativ schon ein bisschen Arbeit dahinter. Ja, ja. Die würde ich eigentlich schon persönlich behalten. Ja. Mich nimmt brennend Wunder, dass mit den Hühnern, die am Gewächshaus dran wohnen. Ja. Also, das ist ein Permakulturprinzip. Ich kann übrigens sagen, gebaut hat da relativ sehr gut. Margit Rusch, die wohnt in Dornbirn, die hat ein Buch geschrieben, Anders Gärtner, ist auch im Ökobuchverlag rausgekommen. Die hat so eins gebaut, also ein grosses Gewächshaus gegen Süden und dann abteilt, im Hintergrund sind die Hühner auf der Nordseite. Und die Idee ist eigentlich, dass die Hühner Kot liefern für Pflanzen und CO2 und ein bisschen Wärme, oder? Ich habe auch schon gesehen, ich weiß nicht, der Pavel Vecco ist auch in dem Begriff, im Dicken. Ja, okay, der hat auch gemacht, aber es ist eben so, er hat den Gitter zwischen ihnen und es gibt natürlich den Staub und so weiter, die Hühner schauen. Also wenn ich jetzt einen Sitzplatz habe, würde ich das nicht machen, aber wenn du jetzt nur die Kombination willst, da würde gehen. Aber die Hühner ins Gewächshaus, mit denen das also schon scharen und anmachen. Aber die Grundidee ist sehr gut. CO2 liefern, ein bisschen Wärme geben und den Kot oder zum Düngen. Aber Praxis ist nicht ganz so einfach. Ja. Früher sind die Bauern so Platz gewesen, dass unten der Stall ist. Ja. Und dass die Wärme der Tiere durch den Boden durch in
in der Lebensraum gsi. Ja, aber schon meistens Stube gsi. Ja. Vorne wieder mit einem Kachelofen am Langzeitwärmespeicher gemacht hat und dann oben dran haben wir dann können Klappen öffnen, ja, dass man dann können warm, dass man warm hat zum Schlafen. Ja, also das ist so Grundversorgung, aber man auch dort natürlich schmecken und alles so Sachen. Oder? Ja. Wir sind heute einfach ein bisschen verwöhnt dadurch. Aber dazu mal, wo es ganz eiskalt war, ist dann das sicher gut gewesen. Oder? Das Zusammenspielen. So. Übrigens auch in der Permakultur hat man den Obstgarten mit Hühnern. Das funktioniert noch relativ gut. Oder? Also das Schädling fressen und so weiter, Koten, den Boden ein bisschen aufscharren und so. Die genialen Fische, die Rotarten, von denen habe ich noch nie gehört. Ja, also. Sie haben das so in den 60er Jahren mit den Tilapien und so. Ja. Sehen Sie, oder welches ist der ideale Fisch? Da kommen ganz viele Haufen Fragen. Erstens, der Fisch sollte schnell wachsen, er sollte widerstandsfähig sein, er sollte Leerzeit zum Züchten, er sollte ein Herbivor sein, ein Pflanzenfresser, er sollte wenig Zustand brauchen und so weiter. Den Fisch gibt es nicht. Und jetzt ist einfach die Frage, wo machen Sie Kompromisse? Oder? Ja. Wenn Sie jetzt die Tilapien haben, die erfüllen relativ viel, also es gibt ganz, ganz verschiedene Tilapien. Die Tropenhäuser schaffen es mit Tilapien. Oder? Ja. Und dann hast du zum Beispiel die Regenbogenforelle, aber die braucht dann wieder eiweißreiche Nahrung. Die haben überall Gewächse gewechselt und dann stellen sie das Tolland und dann kommen die Pellets und das war sind die hergestellt. Nicht nur aus Fischabfall, sondern auch aus Fisch, oder? Yeah. Und dann wird die ganze Sache fraglicher. Yeah. Also die ganze Aquakultur ist genial, aber es hat sehr viele Fragezeichen dahinter. Also ich habe viele Orte geschaut, wie es es füttert und so. Sie machen im Fieber, da habe ich auch versucht, jetzt auf Abfall gewisse Maden zu ziehen und dann mit diesen Maden Raubfisch zu ernähren. Oder wir sind ja vor allem Raubfischfresser. Oder wir haben gerne Zander, wir haben gerne Egli, wir haben gerne Hecht, wir haben vor allem gerne Forellen. Und wir mit Tier ist das ein Eis. Aber ich meine, aber Sie haben in dem feinen Fischstab die Rotabulierung? Ich habe vor allem auch Karauschen, die Größe. Ja, das ist mehr oder weniger ein Herbivor, also frisst vor allem Algen, Pflanzen, aber nimmt natürlich auch Plankton und auch Wasserflöhe und so weiter, aber ich kann die praktisch, muss ich es nicht ernähren, sie tun sich eigentlich dort selber ernähren. Mhm. Aber ist dann nochmal wieder eine Frage, wie dicht ist es, oder? Je dichter die Fische sind, umso eher muss man Nahrung zuführen und umso eher muss man das Wasser aufbereiten. Oder? Ja. Und da muss man sich eben dann genau was möchte. Ja klar, also, ich will es auch nicht essen, ich will denen zuschauen. Ja, also ist es so, ich tue manchmal Rotaugen züchten, aber ich tue es weniger zum Essen, sondern ich tue eher anderen Leuten, die weitergeben. Mm. Also eher selber. Das ist schon mal ist das richtig, dass du etwa 800 Quadratmeter... Ja, ganz genau. 700 und ungefähr etwa Garageplatz und Haus sind etwa 200. Also für den Garten bleiben etwa 500 Quadratmeter Platz. Ja. Haben wir gerade in der Vorbereitung oder im Herbst umgraben oder nicht umgraben? Ja. Im Prinzip sollte man nicht umgraben. Man hat ja eigentlich aerobe, anaerobe Bakterien und so weiter. Ich mache es sehr häufig so, wenn ich Starkzehrer habe, dass ich nächste Kultur Leguminosen, also Bohnen, Höckerlibohnen, Schäfen oder irgend so etwas nehme. Aber ich muss ganz ehrlich sein, manchmal tue ich auch, also zum Beispiel, wenn ich ein Gartenbeet Herdöpfel mache, dann tue ich im Frühling leicht ausstechen und vor allem mit Kompost mache ich dann so Walm, oder? Und dann tue ich im Süden noch ein bisschen Spinat voran und dann, oder? Ich kann da mal eine Folgekultur schildern. Denn im August nehme ich dann, sagen wir, die Erde plus und glätte. Dann kommt eine Reihe Zuckerhut und Winterzwiebeln. Oder? Dann im Winter gehen die Zuckerhüte raus, sind allerdings noch mit Folie abdeckt. Und dann kommen die Zwischenzwiebeln, also dort, wo Zucker sind, Rübenreihen rein und zwischen Zwiebeln und den Laufsätzen und so weiter. Also das sind Kulturen, die sich alle übergreifen und die haben sehr langjährig geplant. Oder Kohl darf zum Beispiel erst nach 5 Jahren wieder als gleiche Ort hin. Oder Serbeere, Beete mit Zwiebeln, etwa alle 3-4 Jahre muss ich wechseln. Ja, da muss ich einfach die Gartenplanung machen. Das ist gut. Also das tut mir dann gerade wieder mit. Welches Kult?
Also jetzt zum Beispiel von der Herde, oder? Das kommt, das tue ich dann kompostieren. Also das kommt nicht dann? Das tue ich meistens. Also ich tue vor allem mit Wasserpflanzen und Wasserrandpflanzen den Immobilien. Also schwergewichtig. Oder dann habe ich sicher keine sogenannten Urkotsammeren. Aber ich habe sehr selten unbedeckten Boden. Oder ich schaue, dass eigentlich fast immer bepflanzt ist. Im Winter? Im Winter. Ich habe Nüsse, die sich selber versäumen, da kommt überall. Oder eben rote Radiko und. Oder zum Beispiel die Schäfer, die habe ich schon im Herbst rein, oder? Die sind so groß, aber die haben schon das Wurzelsystem und vorher kommen sie relativ früh wieder. Und da tut man nicht den Frühling umgraben, sondern man lernt die freien Blätter. Ich gebe es voll zum Umgraben. Ja. Oder sonst hätte ich eben auch. Also, du hast gerade das Gefühl, wo ich auch gesehen habe, wo ich ehrlich sehe. Wie bitte? Eben, die Herde muss ich ausgraben, das ist klar. Oder wenn ich Lauch habe, jetzt ausstechen, dann muss ich es rausnehmen und ein bisschen ausklopfen. Und da natürlich schon auch. Also, aber ich tue nicht grundsätzlich umstechen. Ja. Also jetzt bei der, ich tue jetzt den Garten, wo jetzt wird mehr und mehr, so von Jahr zu Jahr geht es mehr auf mehrjährige Pflanzen zum Beispiel. Ja. Ein Herdöpfelersatz wäre vielleicht Topinambur. Die kennen noch sehr wenige Menschen in der Schweiz. Ja. Und es gibt auch zum Beispiel mehrjährige Ölsaaten, die man könnte entwickeln. Weil ich persönlich habe sehr wenig in dem Sinne Zeit, weil ich bin sehr viel unterwegs. Aber du kriegst trotzdem her noch 500 Quadratmeter. Bewirtschaften. Weil man muss es also in sehr viel gute Erfahrung gemacht, eben mehrjährige Pflanzen. Also es gibt auch mehrjährige Köhl und so. Ja, gibt es auch, oder mehrjähriges Getreide. Topinambur ist natürlich relativ hart und hast dann noch die Sonnenblumen ähnlichen Sachen. Ist allerdings zum Vorbereiten und so weiter ein bisschen aufwendiger. Aber okay. Aha, ja. Oder einfach mit einem starken Strahl vom Wasser, scharfen Wasserstrahl reinigen. Denn. Ja, genau. Ja. Zum und eben so geht es eigentlich gut. Neben wegen Mulch. Also, Permakultur, da ist möglichst viel mehrjährig. Das ist also total richtig und gut. Oder? Aber wir haben auch gleich mit ein paar Denken zum Essen und um. Ja, dann muss man manchmal auch ein bisschen Sachen machen, die sie gerne haben. Oder? Das ist ja schön. Ja, ja, ich sage eben es den Leuten, aber zuerst einmal, was haben sie gerne, oder? Und dann gehe ich vielleicht dann von dem aus. Oder? Ja. Sind nochmal auf Bodenbearbeitung. Ja. Also, dann bearbeitet man den Boden nicht, also nicht umstechen und so. Das heisst aber, man läuft vielleicht auch nicht wirklich auf dem Boden umeinander, oder gibt es da irgendwie so? Ja, überall. Oder bei der Beete habe ich, die sind ungefähr 1,20 Meter breit und auf beiden Seiten habe ich Weg. Ja. Oder wo ich gehe, ist dann nie Beete. Also es sollte genau so sein, dass ich etwa die 60 cm lang kann. Ja. Bis ja. in die Mitte rein. Nein, Boden sollte man nicht, den sollte man nicht verdichten. Ja. Der sollte möglichst locker und gut bleiben. Ja. Aber es braucht natürlich schon seine Zeit, bis der Boden auf... Ja. Oder wenn du einen harten Lehmboden hast, das ist also nicht von heute auf morgen. Oder? Ja. Haben Sie auch Nüsse? Wie bitte? Baumnüsse oder Haselnüsse und so? Haselnüsse, Honey. Baumnüsse hätte ich gern, aber ich habe keinen Platz mehr. Ja, flächenmäßig, oder? Die wären relativ groß und wenn ich sage mal 1000 Quadratmeter hätte, dann hätte ich sicher ein paar Baumnüsse. Ja. Oder was meinst du? Ja. Ich habe noch eine Frage an die Alte. Machen Sie Spirulina oder Morella zum Zellbrassen? Ich habe mit, also da ist auch ein Weizgebiet, oder? Also Algen, wo man kann essen und so weiter. Also vor allem in Japan machen sie dort Versuche und es soll auch sehr gesund sein. Ich selber habe es noch nie mit essbaren Algen geschafft. Die Algen sind meistens Stachzehrer, die brauchen also ziemlich Nährstoff, oder? Und irgendwie musst du die Nährstoffe ins Wasser bringen. Du kannst natürlich auch Mist ins Wasser keien und so weiter. Aber ich denke, man hat ja ein Gesamtsystem, oder? Und dann würde ich eben Fisch, die harnet und kotet drin, finde ich eigentlich eine gute Ergänzung. Aber, es ist natürlich auch wieder die Frage, fressen denn die Fische die Algen, oder? Also, dort muss man da schon nochmal, ja... Also nochmal, es ist eine ganz spannende Sache, die Aquaponik-System, aber nicht zu unterschätzen.
Ich habe schon viel gesehen und da gibt es Problembereiche, auch die Wasseraufbereitung. Oder, klar kann man natürlich auch Durchlaufsystem haben, oder wenn sie es mit den Forellen machen, dann läuft einfach durch und dann geht das Dreckwasser in einen anderen Bach hin und so weiter. An vielen Orten sind es da mal eventuell verboten. Das sind dann die Durchlaufsysteme. Aber Kreislaufsysteme, die sind schon ein bisschen schwieriger. Ja. Kannst du mir etwas sagen zum sogenannten Unkraut und wie du mit dem umgehst? Oder ist das gar kein Thema für dich jetzt? Ja, kein Thema, da wäre jetzt auch übertrieben. Aber es ist zwei Sachen. Erstens einmal habe ich relativ langsam einen lockeren Boden. Und dann kann ich es mit der Hacke relativ gut rausnehmen. Oder? Und viele Probleme habe ich nicht. Ich habe einen Kraut, wo man echt Schwierigkeiten macht, das ist der Schachtelhalm. Oder wenn man den einmal drin hat, ist. Also ich tue ihn schon, aber man bringt ihn dann fast nicht mehr raus. Gut, ich brauche ihn für Kräuterjauchen, aber ja. Und Brennnessel ist relativ, die kann man relativ ring ausreißen. Oder dort, wo es mir passt, lohne ich stehen und dort, wo es nicht gut ist, nehme ich es raus. Und gewisse andere hole ich manchmal mit dem Häckchen raus. Aber eben, wenn du immer möglichst gut bepflanzt, dann ist auch weniger ein Problem. Und vor allem auch, wenn du einen weichen, lockeren Boden hast, bringst du es relativ gut raus. Ja. Ich habe noch eine Frage zur Kompostierung. Ja. Ich habe vorhin ein bisschen rausgehört, dass du Eierschalen auf den Kompost bringst. Und was machst du mit den Zitrusfrüchten? Also das ist ganz klar, die kommen da in den Kompost. Okay. Die haben ja kein Gift und kein Wachsfang. Okay. Oder die sind, also wenn du da kaufst im Laden, dann sind sie gewachsen und wahrscheinlich hast du beste Zeit da. Mhm. Aber meine haben 100% auch nicht da. No problem. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir haben noch einen zweiten, einen Gitterkompost mit einer schwarzen Folie. Da ist hinter dem Haus und dort kommt rein eine fragliche Sache. Also letztens haben die Frau Tulpen bekommen als Geschenk oder so ein Spruch. Und ich muss ahnen, dass die von Holland sind und ich muss ahnen, das. Und dann kommen die im fraglichen Kompost auf. Da sind sie mal Bananenschale gibt, die ich erkriege. Dann kommt alles da rein und der Kompost wandert dann zum Beispiel unter die Rosen. Also ja, nicht unter das Gemüse, aber ja. Mit den Beeren wäre es noch eher möglich. Sonst ist das Natrium für die Sachen gut. Was ist das? Natrium, das ist Salz, Natrium. Okay. Das ist ein Frage für den Stutz. Und dann? Das zieht das aus und das wirkt mega basisch. Ja, was mit dem Wasser machst, weiss ich auch nicht, aber es ist viel sicher da draußen. Eben, Züchtart aus ist einfach ein Fall. Ja, mega, ich habe mega gute Erfahrung. Hast du es kontrolliert nachher? Ja, auch ja. Mit dem Urin. Es ist eine mega basische Wirkung. Ja. Ja, die Basis ist aber auch. Was ist denn mit dem Gift? Wo geht denn das an? Das Also, da wäre eine lange Diskussion und da wären Chemiker dabei vielleicht mal gut. Oder es hat manchmal Reklamensachen, die nicht zwingend stimmen müssen. Nein, das ist ein Fremdressionsmittel. Ja, selbst schon, ja. Aber ob es dann so Pestizide kann, wenn ich dann rausholen. Das weiß ich. Ja. Zwei Sachen. Zuerst mal, im Kompost, du bist doch ein guter Kompost, sehr viel Schadstoffe mehr machen. Das heisst, sie reagieren nachher nicht mehr. Wenn du guten Humus aufbaust, kriegst du sehr grossen Schadstoff in dem Sinn. Wenn es kein Schwermetall sind, natürlich, kannst du es in Erd machen. Sie werden dann in die Moleküle eingebaut und dann ist das eigentlich nicht mehr so toxisch. Es kommt ja darauf an, was für ein Herbizid. Ja. Und wegen der Nüsse habe ich noch eine Alternative. Und zwar, es gibt Nusseiber, die geht da in der Schweiz auch kaum öppert. Ja. Das sind Eiber. Also man hat auch Mehl, man hat immergrüne Studien, zum Beispiel die hat auch Norden ausgerichtet oder im Schatten, wo Nüsse macht, also Eiber, die Nüsse macht. Also wie Baumnüsse? Die ist nicht giftig. Also ja, Nüsse ist nicht giftig, aber Eiber sind giftig. Früchte, ja. Sind auch nicht giftig, nur Samen und alles rundherum ist giftig. Ja, aber die Nüsse sind nicht giftig. Nein, die Nüsse sind nicht giftig. Und für Zitronen gibt es zum Beispiel auch Zitronenart, die in der Schweiz auch frostfest ist. Also, es gibt sehr viele Pflanzen, wo kommen die rüber? Die kriegen zum Beispiel, wenn sie den Gärtner im botanischen Garten lehrt fragen. Oder in der Schweiz kriegt man sie auch schon. Mhm.
Also das ist ein Zitronenanbau. Also der Mercado Verde in Chur, oder, der hat eine ganz breite Palette, ja, einerseits von Feigen und dann auch Zitrusfrüchte. Das wäre eventuell noch eine Variante. Das ist gerade hinter dem Bahnhof Chur, Mercado Verde. Ich wollte mal fragen, wegen dem Unkraut, haben Sie auch Erfahrung mit dem Strohgarten, nennt man den jetzt langsam, glaube ich, wo man überall Stroh drauf liegt zwischen den Beeten, damit kein Unkraut wächst. Ja. Und eigentlich nicht nur zwischen den Beeten, sondern wirklich auch dort, wo etwas wächst. Und dann tut sie auch nicht umgraben, sie tut einfach ein bisschen auseinandernehmen, ein Loch drin machen mit dem kleinen Werkzeug und dann tut sie dort ihre Tomate drin. Ja, also ich selber habe es noch nie mit den Strohschichten geschafft. Also ich kann das auch hochtragen. Ich habe nie mit Strohschichten gearbeitet. Aber Schweizerdeutsch ist gut. Ich habe auch schon gehört, dass man eben stark benetzt und dann legt man zum Beispiel auf die Erde Kartoffeln, legt sie eben relativ hoch zu und das kommt relativ gut. Ich habe schon solche Kulturen gesehen, nicht aber selber gemacht. Aber du machst dich eigentlich mit dem Schilf, oder? Geht ein bisschen in die Richtung, oder? Man häckelt den Schilf und eben Wasser anpflanzen. Aber mit dem Stroh ist es meistens natürlich dickere Schichten, oder? Man nimmt es auch einmal zum Boden vorbereitet, wo auch Gras hat, einfach abdecken, oder? Karton, genau, Karton. Ich habe schon geschafft, sagen wir, mit dicken Schichten, ganz nassen Zeitungen. Genau. Und dann auslegen und eben den Löcher und zwischen deinen Kürbis oder so. Das sieht gut aus, also es kommt alles gut. Ja, ja, so, ja. Es ist also eine gute Variante. Ja. Ja. Das Jahr habe ich zum Beispiel auch bei mir Tomaten auf dem Boden liegen lassen, ja, um zu schauen, wie sie kommen, wenn man einfach nichts macht. Ja. Und die sind auch nicht schlecht gewesen. Und die Frau hat auch etwas mal Schönes gesagt. Sie, ihre Idee ist, dass Tomaten eigentlich so eine Hängepflanzen sind. Und das möchte sie nächstes Jahr mal ausprobieren, ja, wie das funktioniert. Also, genau. Also ich würde euch nochmal sagen, drei Elenäer, möglichst viele Ideen versuchen. Experimentieren, ja, einfach. Experimentieren, genau. Nicht? Und eben sich auch informieren, nicht? Was, ja, gibt es für Möglichkeiten? Ja. Ja. In Österreich gibt es den Paradeiser Kaiser. Ah ja, ja. Der hat alle Tomaten flach gezüchtet, genau, auf Strom. Gut, ja, warum nicht? Ja, ja, ja. Es ist natürlich, wenn man senkrecht in die Höhe zieht, hat man natürlich mehr, also auf weniger Boden mehr Tomaten. Nicht? Er sagt, er hat mehr Tragen, so muss man dies gibt und so. Gut, also da müssen wir ausprobieren. Und ist natürlich auch dann auch ein bisschen klimaabhängig, oder? Wie ist es mit Niederschlag und alles so Sachen, oder? Kann ich vielleicht noch sagen, dass nur noch eine Frage Platz hat für das Plenum und nachher die Plauder, ja, die Plauderzeit noch auch da ist, zum sich austauschen? So ist es auch gut. Ja. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Permakultur? Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe relativ schon früh Artikel geschrieben für das Natürliche, natürlich Gärtner, Kraut und Rüben. Und da ist auch mal Kreislaufgarten oder Paradiesgarten und so weiter. Ich würde sagen, so etwa 1970, 75 dort oben. Also schon, ich habe jetzt ein bisschen runtergefahren, aber okay. Ja. Haben Sie wirklich Ihre eigene Banane gegessen? Ja, also das ist, ja, die Schule, wo sind die gekommen. Super. Also nicht, ja, ja. Also vor allem für die Schüler Eindruck drüber, Kreislaufwirtschaft. Ja. Oder da ist es A und so, da zu lernen und gut erlebt. Also wie pflegt man sie, damit sie nicht gross wird? Wie pflegt man sich, dass sie das? Ich habe immer wieder Kompost nachgegeben. Aber man muss schneiden, wenn, also oder braucht sie einfach so lange, bis sie wirklich. Aber so nochmal, ich hatte ganz große Südfenster, also bis in diese Höhe hinauf. Okay. Und wirklich total südexponiert und direkt am Fenster. Ich möchte Avocados irgendwann mal haben. Avocado-Baum interessiert. Ja, cool. Ist natürlich ein großer Baum und gibt ganz verschiedene Sorten bei den Avocados. Ja. Aber theoretisch wäre es nicht. Ich soll es mal ausprobieren, ja, gell?